Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar einem random SBB um den 87 plus Hero Pick. Man kann darin World Cup Icons oder Food Fantasy wahrscheinlich Icons. World Cup Heroes oder Food Fantasy Heroes drin ziehen. Man kann da drin Ginola ziehen, einen Abdeli, Pelé, die Natale, dies, das, Leute. Und mit dabei an Bord habe ich heute die Packlack Fee ausgesucht. Der hat heute auch noch Geburtstag. Enheisen, was geht denn? Gumo. Yo Leute, was geht ab? Heute kann es regnen, stürmen oder schneien. Okay, reicht. Ja, ich bin heute da. Ich habe heute Geburtstag, das stimmt, und ich hoffe, ich bringe dir ein bisschen Glück. Das ist es. Ja, perfekt eigentlich gesagt. Könnt man gerne reinschreiben, was hat ihr in dem Pick? Ich glaube, der kostet so, wie kostet der? 400k, glaube ich. Hat 370 oder so. Hä? Der Pick? Ach so. Ja, irgendwie so. Ja. Perfekt, Leute, an der Stelle. Ich bin komplett verloren gewesen. Lass gerne noch. Ich war nicht da, Digga. Lass gut sein, komm, lass gerne noch einen Daumen nach oben da, Leute. 1000 Likes für das Ding, sollten ihr easy drin sein. Danke für den Support. Wir sind kurz vor den 80.000 Abonnenten. Von daher macht ihr jetzt mal voll, vielleicht auch schon mit dem Video. Und natürlich den Enheisen unter abchecken. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal in den Pick rein. Und erster Spieler wird ein Food Fantasy Spieler. Boah, und der hat gute Stats. Oh mein Gott, wer wird's? Die Natale. Oh mein Gott, Leute, 1,5 Millionen. Wie krank, oh mein Gott. Und das ist nur der erste von dreien. Wir machen weiter. Beim zweiten Spieler hat gute Stats, viel Pace. Und es wird Al-Jaber World Cup. Okay. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wen ihr im Pick hattet. Und der letzte Spieler wird ein Torhüter. Okay, Campos. Ja. Boom, Leute. Andrea Francesco Di Natale ist es geworden, Leute. Der kostet einfach 1,7 Millionen knapp. Der ist geisteskrank gut. Ich glaube, der wird heute hoffentlich alles zerschießen. Und falls ihr euch auch schon mal solche Karten holen wolltet, euch aber noch die nötigen Points und sowas fehlen, habe ich hier das Beste für euch. Denn bei meinem Partner in Neber gibt es die mit Abstand günstigsten PSN-Karten im ganzen Netz. Über meinen Link unten in der Videobeschreibung bekommt ihr zum Beispiel 100er PSN-Karten für 84 oder 50er PSN-Karten für nicht mal 43 Euro. Das sind nur zwei Beispiele von vielen. Ihr bekommt die Codes innerhalb wirklich von Sekunden und ich kaufe da wöchentlich bzw. fast täglich auch meine PSN-Karten. Und natürlich gibt es auch noch andere Online-Games oder auch Xbox-Karten, Steam-Karten, iTunes, Netflix, alles. Wie gesagt, checkt das gerne ab. Über den Link unten in der Videobeschreibung bekommt ihr den Rabatt. Und dann würde ich sagen, G steht für Gönnen und viel Packlack. Hola miente, gola hacer. Ich würde sagen, ja, erste Position würde ich sagen, halten wir mal rein. Und, okay, Bro. Ja, start mal. Ja. Digga, danke nochmal, dass ich hier für die Natale für 1,6 Millionen Coins kaufen durfte. Das heißt, wenn ich nicht diskalen verkaufe, habe ich trotzdem um die 100k Minus gemacht, weil der ist gerade gesungen. Kuss geht raus, Digga. Linker Flügel auf jeden Fall am Start bei mir ist mein Lieblingsspieler von früher. Das war mein Kindheitsheld, kann ich wirklich sagen. So von 10 bis 16, 15. Absoluter Lieblingsspieler, Franck Ribéry. Und rechter Flügel am Start ist eine World Cup Hero Karte. Es ist Al-Ubayran. Ja, nee, keine Ahnung. Ich bin mit Stefan El-Shaarawy und Andreo, Lionel Messi ist das, genau. Junge, was sind das für wilde Vornamen? Andrea Francesco Di Natale, Bruder, da heißt Junge, ich nenne immer irgendwie, jeder Italiener wirklich heißt bei mir Andrea Francesco oder Gigi. Irgendwie sowas, Gianluca. Junge. Crazy, so, ich halt rein. Boot hast du auch denn? Ich hab das Boot und das Ding. Ja, nee, komm, Leute, es ist nicht mehr witzig, wirklich. Ich find's einfach nicht mehr feierlich. Es wird vorne im Sturm ein Katia, der von FC Arsenal, Leute, meine Gunners, grüße genauso. Ich hoffe, die holen dieses Jahr den Titel. Und rechts dazu wird es nämlich der Perfect Link, dieser Saka Team of the Year Nominee. Der hat auch sehr gute Stats und ich muss sagen, alle drei mit dem Hunter drauf. Das wird ja lustig hingehen. Lustig. Ja, was soll ich da machen, Digga? Ich habe Raspadori und Politano. Ich dachte, du bleibst in der italienischen Liga. Aber ist in die Premier League gegangen. GG's. Luca Toni, Pepperoni, Okay, Leute, Freunde, machen wir weiter mit den nächsten Positionen. Ich halte mal rein. Das, meine Jungs, ich hoffe, du spielst den, weil du den fast immer spielst. Und die beiden ist ein Wild Guess. Wen spiele ich denn fast immer? Okay, jetzt macht mir gerade ein bisschen Angst. Also ich weiß bloß, dass das vorletzte Mal habe ich gegen dich sogar den gespielt. Oha, nein, also bitte hör jetzt auf. Mach jetzt hier gar keinen Miesen. Hast du einen Franzosen aufgeschrieben? Ja. Okay, shit. Pogba. Oh, der Rasenmäher. Rabiot und El-Shaarawy, Mann, bitte, sieht so schön aus, das Team, bitte. Ødegaard, Raspadori und Fabian Vieira. Schade, du spielst sonst immer die Ødegaard. Warum spielst du diesmal nicht mal Ødegaard? Bist du doch? Komm, Mann, was Rüdiger als ZM bist du? Hast? Hä? Was ist Rüdiger? Ødegaard, Fabio Vieira und Raspadori. Hä, Rüdiger? Ja, egal, Leute, ich würde sagen, ich halte mal rein. Ich wollte eigentlich erst noch voll Bundesliga gehen, kann ich dir sagen. Ehrlich? Hast du es gemacht oder hast du es nicht gemacht? Verrate ich dir nicht. Mach mal dein Musiala erstmal rein und dein Goretzka. Dann können wir weiterhin. Also, ich habe am Start Musiala, tatsächlich. Wo weißt du das, hä? Dann habe ich Goretzka. Und dann habe ich Gravenberg am Start. Warte, ich füge ihn noch kurz ein.
Ist das jetzt dein Ernst? Ja. Ey, weißt du was? Ich hab alle drei! Ich hab alle drei nicht aufgeschrieben! Ich bin gegangen mit Pessina, Berardi und Rabiot! Ja, ich hab Thuram, Vitinha und Renato Sanchez, aber Gott sei Dank hast du den nicht aufgeschrieben. Ich hab dich schon eingefügt. Klar nenne ich dich dann Huf. So, Freunde, machen wir weiter mit dem Außenverteidiger. Jo, was soll ich sagen? Du spielst ganz gerne nie die Jungs, aber ich spiel sie gerne. Also halt mal, ich halte mal rein. Also ich kann dir gleich sagen, den Theo Hernandez wird es dann nicht. Ich gehe nämlich in die Bundesliga und zwar mit dem Rafaelo Guerreiro, da bist du doch. Und auf der rechten Seite, Leute, ganz entspannt, hat mal bei Bayern gespielt, jetzt spielt aber auch ebenfalls bei Dortmund. Das ist der gute, warte, wo ist er denn hier? Niki Süle, da bist du doch. Ja. Digga, Guerreiro und Süle. Also wirklich, es wird auch nicht witzig. Es Kalulu wird nicht witzig, auch wenn du es noch mal so sagst. Wirklich. Junge, ich hab Humorbehinderung, tut mir leid, ich hab Kalulu und Shaw. Ja, besser ist es auch. Kalulu, Junge, den kannst du jetzt bei dir reinmachen, den habe ich nämlich auf gar keinen Fall aufgeschrieben. Ich halt rein, rechter und linker Läufer. Okay, Bro. Also, bei mir am Start ist auf der linken Seite Spinazzola, ein Italiener. Und Rechtsverteidiger ist bei mir am Start, ja, noch ein Italiener. Digga, ich hab voll Italien gefühlt. Damian, ja, war ich knapp dran, ne? Theo, mach mir ein Bananenbrot Hernandez und den guten Kalulu. Hey, Junge, ich spiele doch nicht jedes Mal die gleichen Spieler. Ja, trotzdem, man sagt ja immer never change winning, ne? Dies, das. Wir kommen zum Grande Finale, Leute. Ich traue mich gar nicht, meine Tafel reinzuhalten, weil ich glaube, ich habe absolut gar keinen. Dann können wir theoretisch mit beiden Fullteams spielen. Das hatten wir das letzte Mal, Leute. Ich glaube, da stand die Mauer noch. Ich halte mal rein. Okay. Warte, kurz Cut. Okay, 3, 2, 1. Okay, 3, 2, 1. Okay, Freunde, ich füge mal ein. Guck mal, den hast du ja eben gespielt. Kann ich ein bisschen spoilern in meinem Video. Sergio Ramos habe ich am Start. Rechter Endverteidiger. Ja. Rechter Endverteidiger ist auch ein Argentinier. Oder ist ein Argentinier. Er hat 86 IV. Es ist Medina. Und im Tor ist am Start. Ja, da bin ich ein bisschen undercover gegangen. Armani. Und einfach Armani, Digga. Denk an Modemarke, wenn ich sowas sehe. Ein paar Sonnenbrillen, oh, wow. Der kommt aus Libra de Doris, Bruder. Libra de Doris. Ja, super. Ja, hier wirklich Cola, Lacroix und Lafont. Also kannst du alles spielen. Also ich fahre ja wirklich nicht mal knapp dran bei irgendeinem Spieler, ne? Ah, gut gebaut. Muss man auch mal Props geben. An deinen Mottern. Okay, perfekt. Wir gehen rein. Mr. Innenverteidiger Nummer 1. Wird's bei mir. Der gute Cola. Dann, genau, World Cup Hero, Leute. Auch sehr, sehr geile Icon. Hero, perfekt. Und Innenverteidiger Nummer 2 wäre der gute Hübers vom ersten Fußball-Club Köln. Wer? Hübers. Okay. Der hat nämlich 85 Pace, Leute. Das hat mich angelacht, sage ich euch ehrlich. Ich hätte da jeden X-Belieben nehmen können. Und dann hinten hatte ich auch einen Eigenspot. Für 1,2 Mio. Fandersa, das wird halt super, das Gameplay. Wenn mir da hinten der nicht alles raushält, dann zeige ich den an, wirklich. Junge, ich dachte, du spielst so attraktive Karten wie so ein Footburster Hummels oder so. Oder Schlotterbeck oder so. Der wäre aber zu obvious gewesen. Ja, das sah echt geil aus. Spielst lieber Hübers, ne? Ja, nee, Schlotterbeck, Hummels und noch so einen anderen. Fossessar. Also, Van der Vaart. Ja, perfekt. Okay, alles klar. Fullteam gegen Fullteam oder was? Team lief wie ein Länderspiel. In-game gleich auch. Let's go. Good kick. Wer ist das denn, Digga? Oh, die Natale, Junge, Hilfe! Ja, ist ja der Allerlichste da hinten. Boah. Nein. Digga, halt's Maul. Oh mein! Geschossen. Er hat nicht geschossen. Er hat nicht geschossen gerade. Das tut mir leid. Das ist krass ernst sogar. Er hat das nicht. Oh! Ich hab hier, ich spiele mit Benny Hübers und Niki Süle. Das ist wirklich. Und dann wundert du dich nochmal, wie es nicht so läuft, Digga. Da kann ich es auch lassen, wirklich. Da kann ich es einfach lassen. Oh mein Gott. Nee, KT. Ich würde jetzt gerne Player-Lock machen, aber mein Controller ist kaputt. Da bist du doch jetzt, Gaumann! Natale auch noch, Digga. Natale. Ja, da machst du gar nichts. Junge, der ist so gut, ne? Ich kann das alles nicht mehr, ne? Kannst so froh sein, dass du den gezogen hast, Alter. Ist der Gott ganz gut, ey. Ja, wenn ich den gleich abstoßen darf, dann bringt er mir noch einen Verwichten. Aber den hast du nicht gebrochen, Bro. Digga, die Natale. Oh mein Gott, Digga. Wie gut ist diese Karte? Er geht so flöten bei mir, bitte. Lupfer. Nein, ich sag's so, Armani. Armani, hör doch auf mich, Digga. Und da ist er wieder am Daumen lutschen, Mann. Wichtig. Ich
Jo. Benny Hübers, Junge. Man of the Match, Jungs. GG, jetzt ein Discard. GG's. Oh, das könnte jetzt teuer werden, ne? So, okay, Herr Heisen. Okay, Bro. Hast du umgestellt? Wählen Sie weiser heute an Ihrem Geburtstag, bitte. Was ist das für eine Form nochmal? 442. Boah. Ja, du hast nur ein Discard, das ist das Gute. Linker Innenverteidiger. Und? Ja, das ist gar nicht schlecht. Ich habe das Team gespiegelt. Das ist der gute Benny Hübers gewesen. Aber ich habe Koda hingestellt jetzt. Das ist gar nicht mal so geil. Wo war die Natale? Koda ist schon gut. Wie gesagt, Eis gespiegelt, aber linker Sturm. Ach, ich dachte, du hast den Abwehr irgendwo, ey. Ja, Koda, Leute, glaube ich, so wächst. Wie gesagt, Android. Schade drum. Sehr, sehr geile Icon-Karte. Junge, Hero-Karte. Warum sage ich die ganze Zeit Icon, hä? Egal, Leute. Aber an der Stelle lasst einen linken Daumen nach oben da. Lasst Lau da. Lasst einen Kommentar da. Checkt den Eisen runter ab. Checkt gerne den Nebel auch ab. Dann würde ich sagen, wir schauen reingehauen und ciao, ciao. Tschüss.